Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jurassic World Evolution. Wir haben in der letzten Folge hier unser Fleischfressergehege fertig gemacht. Haben wir doch fertig gemacht, oder? Nicht, dass da irgendwo ein Loch im Zaun ist. Nee, alles gut. Können jetzt gerade noch wieder ein paar Fossilien extrahieren. Das verkaufen wir, sehr gut. Dann schicken wir den nochmal. Oh. Standort erschöpft. Ich weiß nicht, was jetzt mit den kleinen Dingern passiert, aber sie sind nicht mehr unser Problem. Damit wäre der Auftrag erfüllt. Gut gemacht. Okay. Sehr schön. Wir können hier noch einen weiteren Dino ausbrüten. Dann machen wir gleich so einen zweiten dazu. Nicht, dass der erste sich da irgendwie vereinsamt fühlt. Neues lebensfähiges Genom. Diplodocus. Lassen wir den jetzt schon frei. Machen wir einfach. In der Hoffnung, dass er zumindest so lange Ruhe gibt, bis der zweite da ist. Vielleicht können die auch allein, ich weiß es gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Tach. Sozial. Okay, sozial ist nicht unglücklich. Soziale Gruppe 1 bis 12. Also er fühlt sich auch alleine sehr glücklich und zufrieden. Tja, meine liebe Ziege. Das war's dann die längste Zeit. Wir können denn gerade mal fotografieren gehen. Auch ein Ranger-Team da oben. Das machen wir jetzt erst. Ranger. Achso, ein Guck-Ding brauchen wir ja. Wo können wir denn den hinmachen? Grün, genau. Nicht grün, aber blau. Jetzt brauchen wir nur noch einen Weg dahin. So. Sehr schön. Ach so, wie sieht denn das hier bei dem Dude eigentlich mit Wohlfühlen und so aus? Wo ist er denn, der Kurze? Ziege hat er gekillt, okay. Gras ist gut, Wald passt, Wasser passt, Nahrung passt, Gesundheit auch. Dach. Grüß Gott. Nettes Tierchen. So mehr oder weniger. Ranger. Ranger-Station, da haben wir sie doch. Kann ich dich hier irgendwo hinzimmern? Das wäre schon genial. Da. Verbaut. Also der Bereich, wo ich bauen kann, ist ja schon nicht arg groß. Und wenn dann auch immer noch diese Terrainbeschränkungen da reinkommen, das geht einem ziemlich auf den Keks. Ja,
Entweder kann ich nicht bauen, weil es außerhalb des bebaubaren Be also im bebaubaren Bereich müsste doch eigentlich alles vom Terrain her passen. Oder sehe ich das irgendwie falsch? So. Halleluja, wir haben noch einen Platz gefunden. So. Oh oh. Rein in die Schutzräume, ihr Lieben. Und da können wir den zweiten gerade mal rauslassen. Oh, ausbrüten. Ausbrüten wollte ich gar nicht, aber können wir trotzdem machen. Ein Velo machen wir nicht. Ceterosaurus. Ich wollte eigentlich freilassen. Das ist besser. Hi. Und mit den Großen vertragen sich die Kleinen einigermaßen. Betonung liegt auf einigermaßen. Sie töten sich jedenfalls nicht. Und das ist schon mal ein echter Vorteil. So, Gesundheit. 96%. Warum nur? Wasser. Wir haben kein Wasser. Ups. Besser. Jetzt kannst du trinken gehen. Wir müssen gerade mal die Schutzräume frei machen. Schließen. So. Wo bist denn du? Mein kranker Kollege da. Ah ja, jetzt trinkt er. Okay, Wasser passt dann auch wieder. Jo. So, dann können wir hier mal Geld für Forschung raushauen. Medizin brauchen wir noch. Und da können wir extrahieren und das verkaufen wir. Und die Kollegen schicken wir natürlich nochmal los. So. Und dann können wir hier mal Fahrzeug lenken. Wir können zumindest mal Bilder vom. Ich hätte den Eingang woanders hin machen sollen. Ich hole Fritte. Ups. Gucken wir, dass wir auf der anderen Seite auch noch einen hinmachen. Geld haben wir im Moment. Oh. Hoppala. Wo ist denn der andere Dino? Gewinn sieht genauso gut aus wie meiner. Natürlich nur ein Scherz. Er wird niemals so gut aussehen wie meiner. So, den haben wir fotografiert. Jetzt brauchen wir eindeutig hier noch ein Tor oder sowas. Das geht ja sonst gar nicht. Angebot. Okay, Warten Sie nicht zu lange. machen wir.
fotografieren, der einen Kadaver frisst. Das Problem ist, wir haben gerade keinen Kadaver. Aber wir könnten noch eine Futterstation hier reinmachen. So eine nämlich. So. Die Bäume da machen wir vielleicht gerade mal weg. Dafür machen wir Büsche hin. So. Fossilien. Es gibt neue Fossilien. Kann man nur verkaufen. Den kann man extrahieren und den kann man verkaufen. So, Leute, nochmal. Weil es so schön dort war. Dürft ihr da nochmal hin? Ah, und hier können wir einen Dino freilassen. Dach. So viele Fleischfresser in einer Folge. So, mit Sozial ist er glücklich, Bestand ist er auch glücklich. Passt. Wasser, Nahrung, Wald, Gras. Scheint alles in Ordnung zu sein. Gut. Weil das will man nicht unbedingt, dass die hier unglücklich sind. So, wir können nochmal forschen. Genetische Forschung, Gebäude-Upgrades. Strom-Upgrades können wir noch machen. Forschungszentrum. Charlie. Kostet 750.000. Hatten wir sogar. Expeditionszentrum. Vielleicht reicht... Das müssen wir mal machen. Vielleicht können wir dann... endlich hier die Aufgabe der Lösung und diesen Krichtonosaurus erforschen. Der fehlt uns nämlich noch. Gerade überlegen, ob wir da auch noch ein Tor hinmachen sollten. Hm. Den können wir nochmal fotografieren gehen, den Dude. Auf jeden Fall ist der Weg hier schon mal deutlich kürzer. Sehr viel deutlich kürzer. Ah, ich hoffe, das zählt als Kadaverfressen, was der da macht. So. Ne, zählt nicht als Kadaverfressen. Schade. Muss tatsächlich wahrscheinlich eine Ziege oder irgendwas sein. Schade, schade, schade. Müssen wir warten, bis die Ziegen frei werden. Oder wieder eine frei kommt. So, hier können wir Upgrade machen, oder? Grabungsertrag. Kaufen. Grabungstempo. So, und wir schicken euch nochmal los. Setzt Forschung voraus. Ich habe doch geforscht. Hm. Fossilien ansehen. So, was haben wir denn da? Können wir noch extrahieren, die können wir nur noch verkaufen und die können wir auch verkaufen. So. Hm. Haben wir jetzt zwei Teams? Nö, eins. Deaktivieren will ich nicht. Ach so, ne, wir haben zwei Teams.
Okay, dann schicken wir ein zweites los. Was können wir denn noch erforschen? Forschungszentrum, da haben wir aber das nötige Kleingeld nicht für. Freischaltbedingungen nicht erfüllt. Stromupgrades kostet 600, haben wir nicht. Okay, können wir einen Auftrag annehmen? Nein, auf Limit erreicht. Da liegt die Ziege einfach rum. Tag, Jungs. Was ist das? Der hat irgendwie Stress, oder? Ja. Ist ja alles gut. Einfach nicht mit dem Großen anlegen. Alles ist gut. Das war doch das, oder? War das irgendwas anderes? Oh, hier. Futterstation leer. Ups. Rangers. Einmal voll machen, bitte. So. Gut, dass wir da zwei haben. Fossilien hat man neue, ne? Genau. So, extrahieren. Extrahieren. Extrahieren, extrahieren, verkaufen. So. Die zwei Teams schicken wir los. Dino, der Kadaver frisst. Oh, da ist die Ziege neu rausgekommen. Schnell ins Auto. Vielleicht haben wir ja Glück. Da ist die Ziege. Wo sind die Ziege hin? Sie war hier irgendwo. Die hat sich versteckt, das Biest. Ist ja gut, ich gehe ja schon aus dem Weg. Ich will deine Ziege nicht, da oben läuft sie. Gehst du wohl deine Ziege holen? Dinosaurierjagd. Dinosaurier einkaufen. Sehr schön. Aufgabe erledigt. Halleluja. Ah, wir könnten eigentlich gerade noch.
Dank Ihnen haben wir alle Bilder, die wir benötigen. Job erledigt, Auftrag erfüllt. So, das gibt auch nochmal Geld. Wachsamkeit ist an sich schon eine Belohnung. Doch da Sie auf Isla Tacaño für Sicherheit gesorgt haben, erhalten Sie eine zusätzliche Belohnung. Gute Arbeit. Danke. Ansehen. Extrahieren. Verkaufen. Extrahieren. Keine Dinosaurier-DNA. Verkaufen. So, dann könnt ihr hier nochmal... hingehen. So. Das komische Genom, ja, da bin ich noch am Überlegen, wie man das... Forschung können wir jetzt nochmal machen. Das Forschungszentrum können wir upgraden. Wir forschen fürs Forschungszentrum. Kann ich da eigentlich... Forschungstempo. Forschungskosten. So. Und da hinten könnte ich unser Stromdingens auch nochmal upgraden. Ausfallschutz 2.0 und verbesserte Leistung 2.0. So. Da haben wir auch 2.0 immer, ne? Ja. Gut. 546.000 haben wir. Machen wir nochmal einen Dino. Nochmal einen Fleischfresser. Ich würde nochmal so einen Cetosaurus da reinpacken, oder? T-Rex ist noch... zu teuer. Oder so ein Ding-Dings da. Das wäre auch noch eine Variante. Machen wir den mal. Oh, wir müssen die Schutzräume öffnen. Zu den Fossilien. Können wir wieder extrahieren. Auch extrahieren. Verkaufen. Extrahieren. Und Kollegas losschicken. Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. Okay. Machen wir. Oh, Wetter wird wieder besser. Dann können wir Schutzräume wieder öffnen. Oder schließen vielmehr. So, wir brauchen 4 neue Dinos. Dann machen wir da noch... Ich brauche Geld. Machen wir da vielleicht noch so ein kleines Moped hier. Da so ein Ding da. Oh, selbst den können wir uns nicht leisten. Ups. Ja. 6.000 fehlen noch. Könntet ihr die bitte gerade mal drauflegen? Wäre ich euch sehr dankbar. Ja, vielen Dank. So, dann hätten wir Dino Nummer 2. Gewinn pro Minute ist noch nicht so hoch, wie er sein könnte. Hier müssen wir mal wieder was machen, ne? Wie viel können wir denn da? Bestandstechnisch sind wir da ziemlich an der Grenze. Das heißt, wir müssten ein neues Gehege bauen. Oder war irgendwas für die Gäste was Attraktives? Was können wir uns denn da leisten? Nichts. Ganz einfach nichts. Das ist doch eine Menge, oder? Doch, Souvenirladen, den haben wir aber schon. Kleiderladen, Bowlingladen. Was zum Essen wäre? Fastfood wäre doch nett, oder? Oder so ein...
Bowlingbahn, Spielhalle. Ja, die Sachen muss ich erst erforschen. Fast Food. Nehmen wir Fast Food. So. Strom müsste da noch mit abgedeckt sein, ja. Locker. Dann gibt's auch wieder was zu futtern. Zumindest da unten. Aber hier oben können sie dann ja hinfahren und Dinos gucken. Und anschließend fahren sie wieder da runter. Wir haben wieder Fossilien. Können wir extrahieren. Alles nur zum Extrahieren, nicht zum... Nicht genug Geld, sagt er einfach. Das ist bitter. Nicht genug Geld. So, was gibt's denn hier zu futtern? Dino-Häppchen kosten 2. Dino-Speise und verkaufen dann aber für 17. So. Schauen wir mal, wie es gewinntechnisch aussieht. Auf jeden Fall. Oh. Wir haben nicht mal einen Stern. Das ist wenig. Wir brauchen mehr Dinos. Dino kann freigelassen werden. So, den lassen wir dann direkt mal frei. In der Hoffnung, dass der auch sozial alleine kann. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Dach. Ja, von der Größe her könnte er es mit den kleinen Stressmakern nicht gut vertragen. Sozial. Sozial rot, das ist nicht... Hoppala. Eine Kreatur, deren Name schreckliche Klaue bedeutet, sollte man mit dem nötigen Respekt begegnen. So wie dieser, dem Deinonychus. So. Soziale drei braucht er. Ja, vielleicht ist er auch gleich eh allein hinüber. Nicht ganz ausgeschlossen. Ja, das verträgt sich, glaube ich, nicht. Ja, okay. Die Frage hat sich erledigt. Toter Dino. Lassen den hier gerade mal frei. Brauchen wir jetzt nicht angucken. Akku. Euer Typ ist gefragt. So. Und es gibt neue Fossilien. Hoffentlich auch welche, die wir verkaufen können. Sehr gut. Weil Geld brauchen wir im Moment halt schon noch. So, dann schicken wir die Dudes gleich nochmal los. Ja, und wie ich sehe, ist die Folge schon wieder lange, lange um. Was haben wir denn eigentlich hier? Forschungskosten, Tempo. Forschungs... Ach so, ein Forschungsteam, das an zusätzlichen Projekten arbeiten kann. Okay, wir können jetzt 2 Forschungen machen. Wenn wir genug Geld hätten. Das ist immer so der kleine, aber feine, entscheidende Faktor hier. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir in der nächsten Folge hier mal anfangen, noch
ein weiteres Gehege zu bauen. Jetzt kann man gucken, wo können wir denn hier noch bauen. Irgendwie so hier in der Art. Da haben wir dann wieder Platz, ne? Dann machen wir hier kein ganz so großes Gehege. Das ziemlich dicht an der Grenze hier. Ach so. So. Und dann brauchen wir natürlich Futterstation. Aber nicht so eine. Sondern so eine. Weil da will ich den großen Dude da reinmachen. Ein Tor wäre auch noch kein Fehler, glaube ich. Passt nicht dorthin. Doch, würde hinpassen. Wir haben nur kein... Nee, verbaut. Da passt es aber hin. Gut. Und ist die Frage, machen wir so ein extra Labor da rein? Ich glaube nicht. Wasser. Wasser. Ohne Wasser geht hier ja auch nichts, ne? So. So eine Entwicklungsplattform, die wäre natürlich noch nett. Oder so eine Cook-Plattform da. Da haben wir die mit drin. Geht sogar. Müsste man nur vom Weg her mal gucken. Den müssen wir da gerade noch mal wegmachen. Verbaut. So passt sie hin, sehr gut. Und dann können wir mit den Wegen da weitergehen. Sehr schön. Kann ich so einen Dino schon in Auftrag geben? Nein, nicht ganz. Der kostet nämlich 400 irgendwas 1000. Okay. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich sage dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann hoffentlich dieses Gehege füllen können. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.